Wird die Mütterrente 1 und 2 abgeschafft? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte am 2.12. einen Beitrag zum Thema Rentenkürzungen durch aktuell verfassungswidrigen Bundeshaushalt veröffentlicht und habe dort auch nochmal gesagt, dass alle diese Forderungen, die jetzt hier gestellt werden oder die behauptet werden, dass man Renten kürzen kann, aufgrund des möglicherweise aktuell immer noch verfassungswidrigen Haushaltes für 2024 rechtlich nicht möglich sind. Ich habe dazu auch auf eine Pressemitteilung vom 29.11.2023 von der Deutschen Rentenversicherung verwiesen, habe diese auch mal veröffentlicht und habe dann auch noch mal ein bisschen sozusagen das kommentiert und meine eigene Rechtsmeinung dazu geäußert. Und jetzt geht es nochmal im Detail um die Frage, ob denn die Mütterrente 1 und 2 gekürzt wird oder gekürzt werden kann, wie auch immer. Meine Damen und Herren, alles das, was da aktuell jetzt auch im Zusammenhang mit der Mütterrente 1 und 2 behauptet wird, losgetreten durch die unsägliche Forderung der Wirtschaftsweisen Grimm, ist hanebüchender Unfug, meine Damen und Herren. Ich möchte das wirklich so nett umschreiben. Hanebüchender Unfug. So wie ich es im Video am 1.12. klipp und klar gesagt habe, nein, es ist nicht möglich, die Mütterrente 1 und 2 bei laufenden Rentenleistungen zu kürzen. Sie müssen sich das mal vorstellen. Wir nehmen einfach 10 Millionen Müttern, die diese Erhöhung der Kindererziehungszeiten oder der pauschalen Zuschläge an Entgeltpunkten seit dem 1.7.2014 bekommen haben, einfach wieder weg für die Zukunft. Für die Vergangenheit können wir sowieso schon nicht eingreifen, da ist das rechtlich gar nicht möglich. Da müsste ich ja für die Vergangenheit Bescheide erlassen, müsste dann den Leuten erklären, dass aufgrund von Order Mufti durch Olaf Scholz, weil der praktisch keine Lust mehr hat, ihnen die Rente zu zahlen, ihnen die Rente weggenommen wird. Das ist absolut völliger Unfug. Rückwirkend ist das schon mal gar nicht möglich. Das sind verfassungsrechtlich gesicherte Ansprüche der Frauen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer sowas fordert, der muss doch nicht bei klaren Gedanken sein. Der muss nicht ganz Trost sein. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Auch für die Zukunft ist das bei laufenden Renten nicht möglich. Dazu müsste ich gesetzliche Mehrheiten bekommen. Und Bundeskanzler Scholz, das wissen wir auch, und auch die CDU werden in diese Rentenleistungen nicht eingreifen. Das ist doch ganz klar. Meine Damen und Herren, da werden doch gar keine Mehrheiten da sein. Wir erinnern uns bitte, die Mütterrente 1, das war die Erhöhung der Kindererziehungszeiten am 1.7. oder zum 1.7.2014 von damals bestehend 12 Kalendermonate auf 24 Kalendermonate für die Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden. Die haben dann, wenn sie noch nicht in Rente waren zum 1.7.2014, praktisch diese Mütterrente 1, die 12 Monate an Kindererziehungszeiten in den Versicherungsverlauf reingeschrieben bekommen, auch wiederum mit einem Bescheid, ja, mit einem entsprechenden Vormerkungsbescheid. Das müsste man dann alles aufheben, alles völliger Irrsinn, das kann gar keiner und macht auch keiner. Oder aber Bestandsrentnerinnen, die also am 1.7.2014 schon eine Rente hatten, die haben dann einen pauschalen abschlagsfreien Zuschlag von einem Entgeltpunkt bezogen auf diese 12 weiteren Kalendermonate Kindererziehungszeiten bekommen. Dann haben wir die Mütterrente 2, ein Herzenswunsch der CSU, ja, das wissen wir auch noch. Die wurde zum 01.01.2019 eingeführt. Die Mütterrente 2 führte dazu, dass es nochmal zu den schon 24 Kalendermonaten Kindererziehungszeiten nochmal 6 Monate dazu kamen. Und zwar für die Mütter, die Kinder vor 92 geboren und erzogen haben. Denen wurde dann nochmal extra 6 Kalendermonate Kindererziehungszeiten zugeordnet, sodass wir jetzt hier insgesamt 30 Kalendermonate haben. Und die Mütter, deren Kinder nach 1992 geboren sind, das sind 36 Kalendermonate. Auch hier gab es dann wieder den Unterschied zum 01.01.2019. Wer noch keine Rente hatte, der bekam die 6 Monate sozusagen im Versicherungsverlauf gutgeschrieben.
mit Auswirkungen natürlich dann auf auf die Rentenhöhe. Kann sein, dass dadurch die Renten sich erhöht haben. Bei additiver Anrechnung dann nicht oder weniger. Oder bei Bestandsrentnerinnen, die zum 01.01.2019 schon eine Rente hatten, die haben dann wiederum einen pauschalen Zuschlag von 0,5 Entgeltpunkten bekommen auf ihre Rente an persönlichen Entgeltpunkten. Das heißt also ein abschlagsfreier Zuschlag von 0,5 Entgeltpunkten. Und das war die Mütterrente 1 und 2 in Kurzfassung. Ja. Und Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass die aktuelle Politik unter Führung der Kanzlerschaft von Olaf Scholz mit den Grünen und der CDU/CSU im Hintergrund als Partei, die im Bundestag sitzt, aber nicht mehr in Regierungsverantwortung ist, dass die hier an die Mütterrente 1 und 2 ran wollen. Sicherlich steckt hinter der Forderung etwas anderes, nämlich, dass die Bundeszuschüsse hier für die Mütterrente 1 und 2 gekürzt werden oder gar gestrichen werden. Aber auch das ist, so wie ich es in dem Video am 2.12. schon gesagt habe, rechtlich nicht möglich, denn dazu müsste es Änderungen im Gesetz geben und dafür gibt es im Bundestag, bin ich mir recht sicher, keine Mehrheiten, meine Damen und Herren. Und deshalb ist das Thema Mütterrente 1 und 2 für mich, zumindest für mich als Rentenberater und Rechtsanwalt, ja auch politisch die ganze Diskussion verfolgt, vom Tisch. 2024 wird es deswegen keine Änderungen geben. Ich kann mir das absolut nicht vorstellen, dass hier eine Bundesregierung in diese Gesetze eingreifen will. Das ist politischer Selbstmord. Das ist auch Olaf Scholz und den Exponenten, die in der Bundesregierung sitzen, ist das sicherlich klar. Also sie werden dazu mit Sicherheit sich dann auch entsprechenden Rat schon geholt haben, dass das bitte zu unterbleiben hat. Also meine lieben Mütter, 10 Millionen Mütter, und auch gegebenenfalls Väter, denen ihnen vielleicht auch Kindererziehungszeiten gut geschrieben worden sind. Sie müssen sich wegen der Mütterrente 1 und 2 nach aktueller Rechtslage Stand 3.12.2023 keine Sorgen machen. Ich gehe davon aus, dass Mütterrente 1 und 2 weitergezahlt werden wie bisher und dass sie auch entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bei noch nicht Rentnerinnen und Rentnern, deren die Kindererziehungszeiten zugeordnet bekommen haben, dann auch entsprechend umgesetzt werden und auch entsprechend in der Rente ausgezahlt werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Und bitte lassen Sie sich von dieser unsäglichen Diskussion nicht verrückt machen. Ciao!